Das war eine ganz schön lange Folge, eine überlange Folge, die letzte. Und sie zog sich auch ganz schön lange, war am Rande des Langweiligseins, befürchte ich. Also gelangweilt habe ich mich nicht am Schluss, aber ich war eher verzweifelt darüber, dass es mir partout nicht gelungen war, hier die Indianer zu vertreiben, an dem Ort, wo wir diese Ausgrabung durchgeführt haben. Neuer Job vor uns. Wir sollen in die Kapelle gehen und die untersuchen. Machen wir auch gleich mal. Gehen wir hin und... Nach der langen und gefährlichen Reise zur Spitze der Klippe entdeckten sie schließlich eine alte Kapelle. Instinktiv steckte Zacharias seine Hand in ein Weihwasserbecken am Eingang und bekreuzigte sich. Das ist doch einer der beiden, der verwundet ist. Der hat eine üble Verwundung, eine Rückenmarkgeschichte, glaube ich, oder eine Rückengeschichte. Setzen wir mal drauf, dass es was bringt, sich zu bekreuzigen. Vasquez sah sich die Flüssigkeit im Becken an. Er wusste nicht, wie lange dieses Weihwasser schon darin war. Nach langem Überlegen steckte auch er seine Hand hinein und bekreuzigte sich. Oh Gott, hoffentlich haben die sich jetzt nicht irgendwas eingefangen. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht. Auf den ersten Blick wirkte das Innere der Kapelle ganz normal. Bei näherem Hinsehen erkannten sie aber, dass sie mit Bildern und Inschriften der heidnischen Religion der Indianer überzogen war. Die haben die Kapelle geschändet und entweiht. Das Herzstück befand sich dort, wo der Altar hätte sein sollen. Ein verziertes Podest, auf dem eine Jademaske lag. Vasquez schien wie hypnotisiert von der Maske. Er näherte sich ihr langsam, dann griff er sie mit beiden Händen und drückte sie auf sein Gesicht. Oh Gott, das geht nicht gut aus. Die Maske schien Vasquez' Gesicht zu umarmen wie eine verlorene Geliebte. Einen kurzen, blendenden Moment lang glaubte er, alles sehen zu können. Ein Gefühl der absoluten Sicherheit und Macht überkam ihn. Als sein Blick wieder klar wurde und er sich umsah, bemerkte er, dass er die Inschrift an den Wänden nun lesen konnte. Zacharias sah ehrfürchtig zu, wie Vasquez sich den Tafeln näherte und sie laut vorlas. Sie sprachen von einem Tempel jenseits der Berge, da wollen wir hin, jenseits der Berge, in dem gewaltiger Reichtum und unendliche Macht warteten. Plötzlich verstummte Vasquez, er las leise vor sich hin. Laut den Tafeln war ein Opfer nötig. Um Zugang zur verborgenen Stadt zu erlangen, musste der Träger seinen engsten Freund töten. Das wäre ja Vasquez. Vasquez sagte Zacharias, dass er wisse, was zu tun sei. Will er seinen alten Lehrmeister umbringen, aus lauter Geld- und Ruhmgeilheit? Auf dem Weg nach unten begann Zacharias zu husten und sagte, er fühle sich krank. Vasquez ging es ähnlich. Anscheinend war das sogenannte Weihwasser gar keines gewesen. Zum Glück schien das Gift schon sehr alt und daher nicht mehr so gefährlich zu sein. Tja, was ist denn jetzt alles passiert? Bestrafe den Verräter? Der Maskierte gehört zu unserer Gruppe, das ist der ehemalige Vasquez. Gift wütet in seinen Innereien, minus 2 Gesundheitspunkte. Auch er hat ein gebrochenes Rückgrat und Gift. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er hat die zerfetzte Hand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und so unheimlich sieht er jetzt aus. Oh weia. Bestrafe den Verräter? Ist Vasquez der Verräter, weil er Zacharias opfern will? Verstehe ich jetzt nicht. Wir sollen auf jeden Fall zur Missionsruine hinlaufen. Das wäre auch der Ort. Ist der Tempel freigeschaltet oder wird er angezeigt? Nein. Das wäre auch der Ort, wo wir vielleicht noch Leute ausheilen könnten. Also wir müssen auf jeden Fall dahin. Vom Hügel aus beobachtete der maskierte Vasquez das Lager. Er spürte, dass etwas nicht stimmte. Es war zu ruhig. Ja. Dann wollen wir mal angreifen. Mit allen drei Mann. Der Maskierte. Also eben gab es, ihr habt ja vielleicht gesehen, während des Ereignisses in der Kapelle hier unten rechts so eine Anzeige. Der Maskierte würde nicht mehr zur Gruppe gehören. Aber er gehört doch zur Gruppe, der wird doch hier angezeigt mit allen anderen. Er hat allerdings alle Karten verloren. Die wurden ihm automatisch weggenommen. Verstehe ich nicht.
Geben wir ihm mal die Karten zurück, die er hatte. Sichtbonus. Den Glücksbonus hatte er. Den Querschlägerbonus hatte er. Das hatte er, glaube ich, auch. Höchste Karte plus 8 Sicht haben wir im Augenblick. Fähigkeit Kreischen verwundet Gegner in Sicht, kostet aber 80 Glück. Das sind alles passive Fähigkeiten, die ist nicht so wichtig. Die ist auch nicht so wichtig. Das heißt, eine aktive Fähigkeit, die viel Glück kostet, könnten wir ihm durchaus geben. Also das hier ist eher langweilig, die Herz 9. Geben wir ihm mal das hier. Und wir haben jetzt plus 4 Bewegung und vorher hatten wir plus 8 Sicht. Also die plus 8 Sicht, die schien mir aber deutlich mächtiger zu sein. Weil der hat doch diese beiden Langstreckengewehre. Und wenn wir ihm das jetzt hier geben? Immer noch plus 80, das können wir uns also auch schenken. So, dann geben wir dem mal... dem Zacharias. Der hat im Augenblick plus 4 Bewegung. Mal gucken, was das bewirkt. Immer noch. Immer noch. Dann geben wir die beiden mal dem hier unten. Der hat gar keinen Bonus. Jetzt hat er plus 4 Bewegung. Immer noch plus 4 Bewegung. Jetzt hat er plus 8 Sicht. Das finde ich eigentlich cooler. Dann nutzen wir die Karte mal nicht. Der hat plus 8 Sicht. Der hat plus 8 Sicht. Der hat plus 4 Bewegung. Sehr seltsam. So, in den Kampf eingreifen. Ach, ich habe keine Lust, hier nochmal alles zu checken hier. Wir alle haben doch hier eine volle Ausstattung. Das sollte reichen. Alle haben gute Gewehre. Kommt, auf geht's. Weiter zum Kampf. Diego würde für seinen Verrat mit Blut bezahlen. Diego? Das ist doch der, den wir in der älteren Gruppe hatten. In der Gruppe davor. Der sich dann abgesetzt hat. Ach so. Ach, ist das hier ein gespoilerter Teil der Handlung? Ist das, Diego war doch einer, den wir in der Gruppe früher dabei hatten, als wir noch im südlichen Tal waren, den jetzt verlassen hatten nach der Eroberung des Grenzforts zwischen des südlichen und des nördlichen Teils der Karte. Er war dann weggegangen. Wenn das hier heißt, Diego würde für seinen Verrat mit Blut bezahlen, dann jede Wette, dass wir jetzt auf Diego stoßen und dass der auf der anderen Seite kämpft. Vasquez was in a difficult situation, but his goal was finally within reach. He would do whatever it took to fulfill his destiny. Diego? Was ist denn hier los? Erreiche O'Connell, bevor er verblutet. Also hier, das ist irgendwie bugmäßig. Hier wird die Handlung ja gar nicht richtig erklärt. Jetzt taucht plötzlich O'Connell auf, unser zweiter Begleiter hier, den wir zurückgelassen hatten, Diego und O'Connell. Anscheinend war O'Connell von Diego angegriffen worden. Oder wie oder was? Das war sehr seltsam hier. Keine Vorbereitungsphase, Gegner sind sofort alarmiert. Sehr stimmungsvolles Ambiente hier. Hier sind unsere drei Leute. Hier sind diverse Gegner direkt vor uns. Ja, und wo ist denn O'Connell? Also hier oben in der Ecke. Da müssen wir in 10 Runden hin, als optionales Ziel, um O'Connell zu retten. Dann wird er wieder mit uns kämpfen. Also anscheinend hat Diego O'Connell überfallen. O'Connell wollte, glaube ich, auf Diego aufpassen oder umgekehrt. Ja, das hätten die aber... Das war jetzt nicht so perfekt gemacht von den Entwicklern. Da haben die irgendwie einen Teil der Handlung vergessen aufzuzeigen. So, hier ist ein 4er-Gegner. Ein Indianer. Hier ist einer verdeckt, da ist einer verdeckt. Wie kämpfen wir uns durch? Ist eigentlich egal. Rechts rum, links rum. Wir müssen irgendwie von unten quer nach oben. Dann können wir uns links rum kämpfen oder rechts rum. Das ist eigentlich egal. Hier rechts sind diese schweren, großen Gebäude. Oh, das ist ja cool. Eine Kirche. Ballerei in der Kirche. Das würde ja auch zu Quentin Tarantino passen. Und der Braut. Erinnert ihr euch?
Hatte ich in der letzten Folge drüber geredet, über Kill Bill. So, und dann könnten wir hier links durchziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hier rum. Wohl, wo kommt man denn hier durch? Kommt man hier durch? Nee, ne? Das ist ein bisschen unübersichtlicher. Noch eher durch die Kirche. Ach, ich würde gerne mal in der Kirche kämpfen. Wir laufen durch die Kirche. Oh, habe ich wirklich sowas Unchristliches gerade gesagt? So, und unsere Leute sind... Zwei sind hier in der ersten Etage. Nee. Erdgeschoss. Und einer... Ist ja oben in der ersten Etage. Okay. Viktor Sankauf. Der ist ganz oben. Und unten ist der Maskierte, also Vasquez. Und Senior Zacharias. Das bringt die Alraune nochmal Glücksschub. Nee, 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 nee. Das ist Quatsch. Gebet, zufällige mächtige Boni. Wer weiß, wie lange die wirken. Trommelfeuer. Können wir machen, aber das sollten wir erst machen, wenn wir ganz, ganz viele Gegner in Sichtweite haben. Was hat der hier für Boni? Arterientreffer. Serienkiller macht auch nur Sinn, wenn wir mitten in der Gruppe stehen. Und der Maskierte. Leichenfledderer macht gar keinen Sinn und so weiter. Okay, also normaler Kampf. Also unsere Leute sind eigentlich ganz gut versteckt hier, ne? Dann schnappen wir uns mal den, der ganz oben steht, den Vasquez. Der kann auf den hier feuern und sieht den gut. Aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr gering, 39% nur. Weil er so gut verdeckt ist. Wie kommen wir denn da runter? Die Frage ist, wollen wir da überhaupt runter? Oder rennen wir aus dem Haus raus? Hier rüber in die Kirche? Wo ist denn der Eingang aus, der Ausgang aus dem Haus? Ein Ausgang ist nur da, hier auf der linken Seite. Und hier ist noch eine Tür. Und da ist auch noch ein Gegner. Ah, ich habe eine Idee. Moment, und da ist auch noch ein Gegner. Wie wäre es denn, wenn wir mit den beiden, die da unten stehen? Das könnten wir machen. Ich habe eine Idee. Wir schnappen uns den Maskierten. Laufen mit dem genau in die Mitte. Zum Beispiel hier hin. Und ballern. Dann können wir auf beide ballern. Können wir uns einen aussuchen. Und schießen den dann über den Haufen. Der hat dann keine Deckung. Sind allerdings ungeschützt. Von einem Feind, der auf der Seite steht. Der könnte durch die Tür durchkommen. Hier entziehen ist riskant. Wohin könnte er stattdessen rennen? Hier hin? Nee, das wird auch nichts bringen. Und was ist mit dem anderen? Was ist mit dem Vasquez? Zacharias? Oh, das geht schon eher. Der könnte hier hin zum Beispiel laufen. Nee, oh, das geht gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir die irgendwie um... Ah, das ist echt doof hier. Wir müssen die kommen lassen. Ich wüsste nicht, wo wir uns hinbewegen könnten. Wo wir ein besseres Schussfeld haben. Öffnen wir mal die Tür. Können auf einen schießen mit dem Repetiergewehr. Trefferchance 59. Aber Schaden nur 1. Der steht hinter der Rüstung. Wir machen es natürlich trotzdem. So, und der hier oben? Der kann wiederum auf den anderen ballern. Fächeln. Wir haben doch hier Trefferchance 0, na klasse. Trefferchance 39. Bringt's ja auch kaum. Oh, immerhin. 2 Trefferpunkte gekostet. Jetzt haben wir den noch, der ganz unten steht. Querschlägerobjekt? Ist hier ein Querschlägerobjekt? Nur ist keins.
Auf geht's. Nur Glück. Abzug. Oh, der läuft raus. Jetzt steht er hier vorne. Schießt aus kürzester Entfernung. Da trifft er uns natürlich. Jetzt kommt der dritte Gegner. Der ballert von der Seite. Zieht uns Glück ab. Oh, da ist noch einer. So ein Mist. Oh, da kommt noch einer. Ja, von wegen aus dem da rauslaufen. Wir müssen versuchen, die Stellung irgendwie zu halten. So viele Gegner. Auweia, auweia, auweia. Von hier rechts waren noch keine, ne? Wo waren denn? Nee, die sind alle hier hinten. Dann machen wir ein bisschen Spekulatius. Wenn wir mit dem hier rausrennen. Und wir stellen uns hier hin. Nee, das schießt er automatisch auf uns. Und das wäre alles Sprint. Ah, so ein Mist. Ja, wir würden durch dessen Zone durchrennen. Hier wäre der ohne Deckung. Hier würden wir auch hier durchrennen. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Aber immerhin Trefferwahrscheinlichkeit 100%, weil er direkt vor uns steht. Was ist denn mit dem hier, mit dem Maskierten? Der hat gar kein Ziel. Und der oben, der Victor Suncove, der kann wiederum auf den Zweier schießen. Kann er sich irgendwie so hinstellen, dass er eine bessere Sicht hat? Ne. 39. Schaden 2, falls er trifft. Fächeln? Ne, macht keinen Sinn. Wir wagen's mal. Mit dem anderen eine bessere Wahrscheinlichkeit. Ja, 44, aber Schaden nur 1. Dann machen wir das hier. Achso, nachladen können wir einmal. Wir haben ja 2 Aktionspunkte. Und feuern jetzt. Hat nichts gebracht. So, und der steht hier direkt. Ah, Moment. Und wenn ich den hier hin und dann schießt er durch. Ja, dann kriegt er den doch ohne Deckung, oder? Das sollte doch klappen. Ich laufe mit dem mal hier hin. Munition alle, sehr witzig. Nein, Munition. Ach so, anderes Gewehr. Gott, Gott, Gott. Trefferwahrscheinlichkeit 100%, weil keine Deckung. Es hat geklappt, hier. Der hat nämlich hier, wo er steht, keine Deckung. Weil er auf derselben Linie drauf steht. Sehr schön. Ah, den ersten Gegner erledigt. Und der hier, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn der Gegner hier reinrennt, dann hat er den nämlich. Wenn wir einfach eins höher gehen. Oh, wenn der hier reinrennt, dann kann er vor allem auf hier die drauf schießen. Wir müssen verhindern, dass er durch den Eingang durchkommt. Unbedingt. Ah, so ein Mist. So ein Mist. Und rausrennen. Ah, oh, ich ärgere mich schwarz. Was machen wir denn jetzt? Wenn der reinrennt, kann der auf den aus kurzer Entfernung und den schießen. Kann sein, dass unser Typ sogar drauf geht. So rausrennen können wir auch nicht. So ein Mist. Dann mache ich Folgendes. Also schießen bringt es ja echt nicht. Hier hinrennen. Einmal nachladen. Und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Jetzt kommt er sicher ins Haus reingestürmt. Also würde ich als KI zumindest machen. Oh, der steht auf dem freien Feld. Hä? Der ist nicht rausgerannt? Der ist nicht reingekommen. Der bleibt ja nur draußen stehen. Sehr befremdlich. Kümmern wir uns erstmal um die anderen. Der schießt von...
nicht schießen, weil... Was mit dem hier? Der hat ein Ziel, das wäre da ganz hinten. Aber da, damit sollten wir die... Der ist sehr weit weg, ohne Deckung. Und mit der Waffe hier, da Wahrscheinlichkeit 100, den killen wir. Sehr schön. Das war der zweite Futsch. So, und was machen wir mit dem? Der kann hier auf keinen feuern. Der könnte... Ach, ich weiß was. Der geht raus aus dem Haus. Aber das wäre alles Sprint hier, ne? Alles Sprint. Der könnte ganz mutig... Alles Sprint. Wo sind die anderen Gegner? Wir sehen keinen mehr. So... Wir könnten ganz auf Risiko, wir könnten uns direkt vor den stellen. Hier hin und dann auf den ballern und hoffen, dass es gut geht. Der steht genau hier. Entweder stellen wir uns hier hin. Ja, wir stellen uns dahin. Hoffentlich geht das gut. Oh, hier hinter dem Haus ist noch einer, aber vor dem sind wir hingedeckt. Da haben wir volle Deckung. Jetzt können wir mal auf den ballern. Und 100%, 4 Trefferpunkte, super. So, und jetzt haben wir den noch und der kann jetzt endlich aus dem Haus rausrennen. Die Frage ist, wohin rennt der? Die Gegner kamen ja alle von hier, von der Seite aus. Das heißt, wir können uns ruhig ein bisschen bewegen. Vielleicht sogar hierhin bewegen. Dann in das Haus rein, durch die Tür durch später. Und dann wieder von hinten drücken oder hier ins Fenster und dann auf die ballern. Ich mache das mal. Hier in die Ecke rennen und so weit kommen wir nicht. Aber bis hierhin kommen wir. Hoffentlich kommt kein Feind aus der Kirche. Anscheinend nicht. Ne? Aus der Kirche kommt keiner. So, jetzt haben wir noch einen dahinter. Können wir denn von den von der Seite beschießen? Wie kann man denn zu dem hin? Kann irgendeiner schießen? Nein. Dann nehmen wir uns den alten Mann und laufen mit dem. Ist das Laufen? Ist das ein Sprint? Nee, ist kein Sprint. Wir rennen mit dem. Hier vorne war doch ein Gegner. Vielleicht können wir den ja auf den schießen. Hier kam doch irgendeiner. Mit ein bisschen Glück steht er direkt vor unserer Nase. Ich laufe mal dahin. Hatten wir Glück? Nein, wir haben kein Glück. Kein Gegner zu sehen. Dann lade ich einfach nur nach. Der hat optimal nachgeladen. Der auch. Bleibe ich mit dem einfach da stehen. Der Victor Suncave. Der Maskierte. Steht er eigentlich ganz gut. Den lasse ich mal hier hinlaufen. Ich weiß, ich wollte eigentlich durch die Kirche, aber das scheint mir so klüger zu sein. Der hier oben. Ja, immer zusammenhalten, die Leute. Den lassen wir dahin wetzen. Und der hier setzt eine Runde aus, also eine Runde weiter. Ah, da hinten ist einer. Da ist der, der... Ah, Mist. Den wollte ich eben erwischen. So, den sollte ich... Ah, der kriegt den aber hier. Der steht direkt vor dem, vor der Nase. Da kann doch gar nichts passieren.
bei Wahrscheinlichkeit 100%. Da können wir sogar noch in Ruhe einmal nachladen. Ne, wir müssen ja gar nicht nachladen. Treffer? Sehr schön. Und der andere hier, der steht direkt vor... Wo steht er denn? Der steht direkt vor der Tür. Oh, das ist gut. Moment mal. Das heißt, wenn wir mit dem hier hinlaufen... Nee, dann hat er volle Deckung, wenn er hier steht. Durch die Wand. Das heißt, ich müsste richtig Risiko eingehen und den hier hinziehen oder hierhin. Das ist echt riskant, wo der mitten im freien Feld steht. Der andere Gegner war aber hier vorne. Ah, trotzdem, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Aber ich wüsste nicht, wie wir das sonst machen könnten. Was ist mit dem Maskierten? Kommt der irgendwie von hinten raus? Nee, kommt der nicht. Wenn er durch die Tür kommt, richtet er ein Massaker an. Ich muss den erwischen. Dann gehen wir das Risiko ein. Ah, hier nicht zu dicht ran, weil sonst wird er automatisch auf den feuern. Aber aus der Entfernung oder aus der hier? Aus der hier. Ja, jetzt sieht er ihn. Aber, Moment mal. 4 Schaden nur. Und er hat 5 Trefferpunkte. Damit haben wir 6 Schaden. Ja, das machen wir. Damit kriegen wir den. Damit ist dann auch die Runde beendet. Dann können wir mit dem Maskierten rausziehen und dann können wir auf Jagd gehen. Auf Jagd gehen nach den anderen. O'Connell braucht noch 6 Runden. Den sollten wir eigentlich erreichen können. Na, da haben wir uns, glaube ich... Die Ausgangsposition, die mäßig gut war, haben wir doch eigentlich ganz gut verbessert. Nächste Folge geht's weiter. Ich teile hier das Gefecht in wahrscheinlich 2 Teile. Bis dann, macht's gut.